Hallihallo, Hallöchen, liebe Freunde, und ein herzliches Willkommen zurück zu The Whispered World. Ja, meine Lieben, in den letzten zwei Folgen, da haben wir nun Sedgwick kennengelernt und den kleinen Spot und Ben und den Opa und alle sind so ein bisschen verrückt und komisch, aber nun gut. So, meine Lieben, es geht nun eigentlich in den Wald und dafür haben wir schon eine wichtige Zutat und zwar den Kompass vom Opa bekommen. Allerdings fehlt uns immer noch eine Karte, genau. Unser großer Bruder hat hier irgendwo in seinem Wohnwagen eine Karte versteckt. Also ich denke mal, das wird auch hier sein Wohnwagen sein. Wir können da zwar auch drin schlafen, aber ich denke mal, wir teilen uns das irgendwie. Und jetzt ist halt die Frage, wo finden wir diesen Kartenabschnitt? Gut, wir haben hier noch den Herd. In der Wäsche, also ich hätte ja als erstes gedacht, beim Papierfetzen wird vielleicht etwas Nein. sein. Ich glaube, Ben hat ihn aus einem bestimmten Grund dahin gehängt. Wahrscheinlich, um mich daran zu erinnern, dass... Ja, ich hätte ja jetzt wirklich vermutet, dass es irgendwie da gewesen wäre, so auf der Rückseite oder so, aber offenbar nicht. Dann, was können wir noch mit der Kerze machen? Können wir die denn nehmen? Können wir den Herd... Autsch, verflucht, das gibt bestimmt eine Brandblase. Warum bin ich nur immer so ungeschickt? Das frage ich mich allerdings auch. So, also wir müssen auf jeden Fall... Er hat gesagt, es wird nicht ganz leicht werden. Das heißt, wir werden gründlich suchen müssen. Beim Teppich war ja auch nichts, den konnten wir auch nicht verschieben. Der Teppich sieht zwar flauschig aus. Ja, genau. Da war nicht... Also hier war auf jeden Fall... hier konnten wir auch irgendwas machen am Herd, ne? Ich sagte es schon, die Klinke ist abgebrochen. Wenn genau. man nur irgendwie von innen rankäme. Von innen? Können wir Spot da irgendwie reinwuscheln? Warte mal, darf ich mal Spot ganz kurz nehmen? Können wir den da irgendwie rein? An diesem Ofen habe ich Spot beigebracht, Türen zu öffnen. Schade, dass die Klinke abgebrochen ist. Er war wirklich gut darin. Okay, das ist natürlich traurig. Können wir Spot irgendwie sagen, er soll die Kerze ausblasen? Spot hat keine Angst vor Feuer. Er hat vor kaum etwas Angst. Ich glaube, ihm fehlt die Fantasie. Oh, wie gemein. So, was haben wir denn? Ist eine Schaufel theoretisch klinkenwürdig? Oder ein Gebiss, kann man damit vielleicht irgendwie was machen? Wenn man das jetzt zum Beispiel nimmt und das irgendwie aufstemmt? Keine Chance. Ben hat bereits mehrfach versucht, den Ofen aufzubrechen. Und er ist viel stärker als ich. Wenn man nur irgendwie von innen rankäme. Ja, warte mal. Ich habe noch eine Idee. Spot, kann man dich da irgendwie reinstecken? Da ist ja ein Loch. Du bist echt fett geworden, Spot. Früher passtest du spielend leicht durch jedes noch so enge Loch. Und jetzt sieh dich an. Oh, er ist ganz traurig. Wie lasse ich denn die Luft aus ihm raus? Kann ich ihn irgendwie, schlagen möchte ich ihn nicht. Er ist halt wirklich ein bisschen dick geworden, ne? Das ist halt, problematisch. Warte mal, das Gebiss vielleicht, wenn ich. Na, ich muss mich immer an diese Steuerung gewöhnen. So ein bisschen. Ich sollte das Ofenrohr nicht wahllos mit irgendwelchen Dingen verstopfen. Das letzte Mal hat der ganze Wohnwagen nach Rauch gestunken. Ich habe mich noch Monate später in den Schlaf gehustet. Oh nein. Also ich hätte ja jetzt. Ich hätte ja jetzt tatsächlich gesagt, wir, stecken das Gebiss rein, was dann vielleicht so ein bisschen anfängt zu beißen und da unten, aber mal gucken. So, was haben wir hier denn noch? Ich muss jetzt mal schauen. Wir haben die Mütze. Ach, guck mal, wir haben noch eine Schublade. Die können wir uns ja mal angucken. Es ist deprimierend. Ich habe kaum eigene Sachen. Sie passen alle in diese Schublade. Das Schöne ist natürlich an dem Spiel, dass die Hintergründe halt alle gezeichnet wurden, ne? Hand von Hand gezeichnet. Das ist sehr schön. Aber ich finde, es gibt so viel hier, was man irgendwie sich gefühlt angucken kann oder gefühlt rüber. Ach guck mal, zum Beispiel hier ist ein Unterschied zwischen Bärenkopf und das müssen wir auch noch angucken. Dass man manche Sachen einfach übersieht. Deswegen verzeiht es mir, wenn ich ab und an die Leertaste halt als Hilfefunktion so in diesem Sinne benutze. Aber mal gucken. Da ist nur dieser blöde Merkzettel drin. Ben hat mir diktiert, was meine Aufgaben sind. Pure Schikane. Was soll's? Ich nehme den Zettel trotzdem mal mit. Vielleicht finde ich ja irgendwo ein Buschfeuer oder so. Okay. Gut, mehr ist da nicht drin? Leer. Okay. Wie alles, was mir gehört. So, dann gucken wir uns noch den Bärenkopf an. Dieser Teppich erinnert mich an einen der grundlegendsten Mechanismen unseres Lebens. Ganz egal, was du erreicht hast, egal wie groß deine Pranken und wie scharf deine Zähne sind, du kannst immer noch als Fußabtreter für eine Gruppe Zirkusclowns enden. Okay, also er ist aber auch echt ein bisschen sehr negativ. So, können wir den anfassen? Ach, guck mal. Ach, sieh mal einer an. Ein Schlüssel. Den hat Ben hier bestimmt versteckt. Er macht das nur, um mich zu ärgern. Er weiß genau, dass ich Angst vor scharfen Zähnen habe. Ich könnte meine Hand verlieren, wenn ich da reingreife.
Das sieht aber auch leicht beängstigend aus, muss ich gestehen. Ah, ja, ja, gutes Versteck. Okay, wir haben einen Schlüssel. Oh Gott. Oh. Ganz schön knapp. Das wird mir Ben büßen. Ich hätte dabei draufgehen können. Ich will mal was probieren, nicht, also nicht irgendwie so, warte, vielleicht klappt es, wenn ich jetzt Spot da reinlege. Fassbot. Damit er wieder schwach wird. Worauf wartest du? Willst du mich denn gar nicht beschützen? Ah, oh, Spot ist so süß. Er denkt sich auch nur so, nö. So, okay, wir haben einen kleinen Schlüssel. Dafür müssen wir ja jetzt wohl oder übel, warte mal, steht dann auf diesem Zettel noch irgendwas Wichtiges Ben hat drauf? Mir für heute wieder eine Menge Aufgaben zugedacht. Warum bin ich überhaupt aufgestanden? Bruno waschen, warte mal. Also Aufstehen haben wir gemacht, Probenbeginn bei Sonnenaufgang haben wir nicht gemacht, Spotfüttern haben wir gemacht, Publikum suchen, Kanonen, oh, vielleicht Kanonenrohrtrick, vielleicht müssen wir da Spot irgendwie, irgendwie versuchen wieder klein zu kriegen, keine Ahnung. Gut, Wohnwagen aufräumen, Bruno waschen, Rübsalphabet proben, schlafen gehen. Okay. Also der Tag sieht auf jeden Fall mega toll durchgetaktet aus. Ich muss halt überlegen, also wenn ich Spot dünn bekomme, dann passt er auf jeden Fall hier durch das Loch und kann mir da helfen. Die Frage ist nur, wie bekomme ich denn jetzt Spot wieder ein bisschen... Warum wird mir das doppelt angezeigt? Dieses Gebiss ist eine heimtückische Todesfalle. Warum wird mir dann... Dieses Gebiss... Das ist sehr merkwürdig, ne? Einmal hier der Bärenkopf und einmal da. Okay, vielleicht hat er das auch... Oder warte mal, Bärenkralle, ah. Ich habe mal eine Liste mit meinen wahrscheinlichsten Todesarten begonnen. Die Bärenkralle ist auf Platz 212, 217 und 321 bis 29. Oh Gott. Gut, dann nehmen wir die mal mit. Vielleicht verhindern wir somit das Gröbste. Können wir jetzt damit... Also eine Bärenkralle, Spot vielleicht. Ich habe mal eine Liste... Ah ja, okay. So, warte mal. Können wir dich damit... Gott sei Dank hat Spot keine Krallen. Wer weiß, was er damit anstellen würde. Ich fände es mega cool. Das ist zwecklos. Die Klinke ist abgebrochen. Okay, also wir müssen wirklich Spot da durch. Ich sollte das Ofenrohr nicht... Ich weiß doch. So, okay. Also, ich denke mal, dass wir eventuell noch etwas anderes... Also wir müssen auf jeden Fall Spot irgendwie schlank bekommen. Die Frage ist nur, wie wir das bei unserem kleinen Dickerchen hinbekommen. Warte mal, das Zugtier. Können wir Spot irgendwie so quasi, damit er das wäscht? Weil er hat ja jetzt eine Menge Flüssigkeit im Bauch. Vielleicht... Bruno und Spot vertraut. Bruno sieht davon ab und ja, Spot. Ja, okay, alles klar. Warte mal, dann gehe ich nochmal hier in den Wohnwagen schmulen. Hier muss es doch vielleicht noch irgendwas geben. Irgendwas habe ich, glaube ich, übersehen, um unser Dickerchen irgendwie dünn zu bekommen. Hier sind ganz viele Kochbücher. Kann ich Spot in den Kessel werfen? Das lasse ich mal sein. Das wäre ein bisschen gemein. Ich muss doch vielleicht noch irgendwo... Also es ist gar nicht so leicht, ne? Ich habe aber auch ewig keine Point-and-Click-Adventures mehr gespielt. Ich bin auch gar nicht wieder so drin. Ich meine, wie bekommt man denn so ein kleines, süßes Dickerchen? Wie bekommt man das denn schlank wieder? Das muss ja jetzt irgendwie funktionieren, dass wir ihm... Vielleicht, dass wir... Also ich würde ihn halt gerne so ein bisschen aufstechen quasi, sodass wir dann halt irgendwie so eine... Okay. Wie kriege ich dich denn schlank? Warte mal. Komm, Spot, ich will hier weg. Lass uns ein wenig im Herbstwald umsehen, ja? Ben hat leider recht. Spot hatte nur Durst. Okay, aber irgendwie muss ich das doch verändern können. Irgendwie muss ich das verändern können. Irgendwie muss es veränderbar sein. Vielleicht, warte mal, wenn ich Spot nochmal in den Eimer werfe. Ich glaube nicht, was soll das bringen? Aber ich probiere es einfach mal. Irgendwie muss es ja gehen, dass wir ihn... Er hat schon genug getrunken. Aber wie kriege ich dich denn weniger fett? Das muss doch irgendwie funktionieren, dass ich dich... Okay. Wie mache ich das jetzt am ehesten? Irgendwie muss es doch funktionieren, dass ich Spot hier jetzt... Warte mal, haben wir noch irgendwie was? Nee. Oh, warte. Was ist das? Ach... Nein, das ist mir gerade eben, ich dachte mir so, hä? Ach, was? Jetzt ernsthaft? Das wurde einem aber überhaupt nicht... Ach, krass. Alles klar, es gibt so ein eigenes... Ach, du Heilige. Haben die das irgendwann mal... Okay, haben die das irgendwann mal erzählt? Also irgendwann mal gezeigt? Das war ja gerade... Oh Gott, ey.
Ganz ehrlich. What the fuck? Fassbar. Warte mal, nee, hier, warte, ich nehme ihn mit. So, jetzt aber hier ab ins Loch mit dir. Ja, so geht das könnte tatsächlich klappen. Ja. Hey, Spot, ich brauche deine Hilfe. Wir müssen den Ofen aufbekommen. Meinst du, du schaffst das? Na, dann mal los. Oh, das war ja fies. Ich dachte, oh, ist das süß. Oh, ich dachte wirklich, man muss ihn jetzt halt einfach... Das war ja gemein, dieses Menü da oben. Hey, hallo. Oh nein. Oh, der ist süß. Nicht ganz übel. Ah, ey, das wurde aber doch bisher jetzt nicht gezeigt. Ich hatte mich nur gewundert, weil das halt so kaputt aussah an der Seite. Weil hier, ich hatte geguckt, so an den Seiten sieht es ja nicht aus. Und dann dachte ich mir so draußen, das muss doch krass, ey. Also schön, also es ist eine schöne Funktion, dass man so quasi so ein bisschen Spot steuern kann. Von schlank auf fett und so weiter. Hier kommen anscheinend noch drei andere Sachen hinzu. Aber das ist fies, ne? Aber das Spiel nimmt einen überhaupt gar nicht an die Hand. Ist so ein ganz altes, klassisches Point-and-Click, wo du wirklich einfach alles selbst herausfinden musst. Und direkt in die ersten Rätsel, hey, ohne das irgendwelche... Hey, das ist doch Bens Schatulle. Was hat die denn im Ofen zu suchen? Ohne irgendwelche Hinweise reingeschmissen. Aber ich mag das. Ich meine, ich hatte lang kein Point-and-Click-Adventure mehr. Deswegen freue ich mich. Und vor allem, weil wir dann ja auch Silence einfach mit gutem Gewissen spielen können. Dadurch, dass wir dann, hier The Whispered World den ersten Teil gespielt haben. So, wir haben eine Schatulle gefunden. Und ich schätze mal, für diese Schatulle wird dieser Schlüssel benötigt. Ob das ja der Schlüssel zu Bens Schatulle ist? Was denn sonst? Ja, passt. Die Schatulle ist offen. So, und darin befindet sich... Yes! Die Karte läuft bei uns. So, warte mal, ich will sie mir angucken. Jetzt sollte ich mich eigentlich nicht mehr verlaufen. Juhu, sehr gut. Ah, sehr schön. So, okay, alles klar. Guti, dann würde ich mal sagen, unsere Reise kann beginnen. Ich weiß jetzt nicht, ob er jetzt schon automatisch oder ob wir erst die Karte, aber ich versuche es jetzt einfach mal. Drückt die Daumen, dass wir in den Herbstwald kommen. Er wird von Tag zu Tag schwieriger. Er ist noch jung. Er hat seine Aufgabe in dieser Welt noch nicht gefunden. Er sollte erst einmal seine Aufgaben hier im Zirkus erledigen, bevor er sich neue sucht. Ach übrigens, ich hasse euch. Euch beide. Ich wollte das nur loswerden. Lasst euch nicht weiter stören. Okay. Bin ich heute nicht gut drauf. Ach. Halt den Rand, Opa. Halt einfach den Rand. Okay, ja! Endlich! So, oh, wie schön, wie schön, wie schön. So, wir sind jetzt beim Zirkus, also würde ich sagen, wir gehen zum Ufer. Oh, hallo. Huch, da sitzt ja jemand. Okay. Ein Fremder, was er hier wohl zu suchen hat? Einige von euch, wollte ich jetzt hier nochmal anmerken, wundern sich vielleicht über die Auflösung des Spiels. Das Spiel ist halt relativ alt und es gibt halt keine... halt normale 1080p, 1000, also 1920x1080, ne? Also 1080p gibt's halt so in dem, also es gibt halt kein gestrecktes Vollbild in dem Sinne. Deswegen, ich wollte da jetzt aber auch nicht zusätzlich so bei diesen schwarzen Rändern irgendwas hinknallen, irgendwie einen Rand oder so machen, weil ich finde, dann lenkt es vielleicht doch ein bisschen zu sehr ab. Deswegen genießen wir dieses Oldschool-Spiel auf wirklich oldschoolige Art und Weise. Und ich hoffe, das ist okay. Wie gesagt, bei Silence ist es ja dann alles ein bisschen moderner und schicker. Und ja, lass uns erstmal umgucken. Die Insel scheint bewohnt zu sein, aber sie ist zu weit weg, um hinzuschwimmen. Bist du dir da sicher? Ich glaube nicht, dass es irgendwer sieht, wenn ich winke. Wir können ja mal rufen, vielleicht hört uns da jemand. Ich glaube nicht, dass es... Irgendwer hört, wenn ich rufe, ne, meint er? Ich glaube nicht, dass es irgendwer hört, wenn ich rufe. Okay, gut. So, wir haben also eine Insel, wir haben einen schönen See. Das Wasser sieht ausgesprochen trübe aus. Halt, nein. Das ist nur mein Spiegelbild. Also, so viel. Also, ich hoffe, er entwickelt sich noch ein bisschen ins Positive rein. Bisher ist er wirklich so unfassbar negativ. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ich finde es halt auch so charmant bei ihm. Wirklich dieses. Also, vielleicht, ich mag ja Heulsusen generell nicht, muss ich gestehen. Auch wenn ich ab und an mal gerne selbst rumheule, wenn ich faile. Aber ich finde es so ganz schlimm, dieses. Ach ja, und dieses Traurige, was er immer so an sich hat. So, na. Ah. Ich wasche meine Hände später. Irgendwie habe ich die Vermutung, dass ich sie mir heute noch öfter schmutzig machen muss. Ja, das denke ich auch. Wollen wir dann mal mit dem Boten hier reden? Was für eine merkwürdige Kreatur. Ich gebe ihm lieber nicht die Hand. Ich möchte keine Warzen bekommen. Oh. Hallo. Ah! Oh, Gott sei Dank. Du bist offenbar kein Askil. Was bin ich nicht? Ach, nichts. Alles bestens. Endlich treffe ich mal jemanden. Kommst du hier aus der Gegend? Nein, wir sind mit unserem Zirkus auf der Durchreise. Mist, wäre ja auch zu schön gewesen.
Okay, also die erste Frage, die mir auf der Zunge brennt. Wer bist du? Wer bist du? Warum willst du das wissen? Bist du ein Spion der Askyl? Vielleicht. Ach, so ein Unfug. Natürlich bist du kein Askyl. Es tut mir leid, ich bin nur etwas nervös. Mein Name ist Bobby. Ich komme von weit her. Oh ja, ich bin ein Chaski, musst du wissen. Und du bist? Ich bin Sedwick. Meine Familie hat einen kleinen Wanderzirkus. Verstehe. Du bist so eine Art Clown? Wir sind Schausteller. Also ein Clown. Du siehst nicht gerade fröhlich aus, wenn ich das sagen darf. Ja. Okay, also Chaski, Askyl und was weiß ich, was es nicht alles gibt. Okay, wir haben auf jeden Fall einige Kreaturen hier im Spiel. Es war ja ganz lustig. Also ich habe ja eine totale, also keine mega Angst, aber schon, ja, ich hasse eigentlich Clowns. Ich mag Clowns einfach nicht. Deswegen aber bisher, da er nicht so ein typischer Clown ist, mit so hässlicher Schminke und so weiter, und so ein bisschen trauriger und so, finde ich ihn wirklich sehr sympathisch, obwohl ich Clowns einfach echt nicht mag. Und ich finde, dieser Baum sieht so krass aus, irgendwie auch so ein bisschen lebendig. Gut, Chaski, was bedeutet das denn? Sorry, dass wir vom Thema abkommen. Chaski, was bedeutet das? Was? Du kennst die Chaski nicht? Nö. Das Wort bedeutet Bote. Wir erledigen wichtige Aufträge für den König. Chaski, jetzt dämmert es mir langsam. Opa hat von euch erzählt, aber du kannst kein Chaski sein. Ach ja? Warum nicht? Chaski sind noble Botschafter Coronas und... Ist das nicht ein Bier? Corona heißt das, ne? Und keine ärmlichen Tümpelkröten wie du. Chaski sind mutige Helden und keine grünhäutigen Jammerlappen wie du. Chaski sind raffinierte Spurenleser und keine linkischen Dattelköpfe wie du. Chaski sind Abenteurer und keine trägen Langweiler wie du. Und eigentlich weiß ich gar nicht so viel. Ich würde mal sagen, sind mutige Helden und keine grünhäutige Jammerlappen wie du. Chaski sind mutige Helden, keine... Das stimmt. Was denkst du denn, was mich hierher verschlägt? Ich befinde mich auf einem haarsträubenden Abenteuer. Das Schicksal der Welt liegt in meinen Händen. Du übertreibst. Kein Stück. So ausweglos war die Lage selten. Ich erzähle dir lieber nichts davon. Du könntest nachts nicht mehr ruhig schlafen. Dann wäre ja nichts verloren. Okay, dann würde ich sagen, keine trägen Langweiler. Chaski sind heitere Abenteurer und keine... Ha, das musst du gerade sagen. Bei deinem Anblick geht auch nicht gerade die Sonne auf, weißt du? Ich habe nicht gut geschlafen. Ich leide unter Albträumen. Albträume, sagst du? Chaski sind noble Botschafter Coronas und keine... Ach ja? Und wo denkst du, komme ich her? Naja, du siehst eher aus, als kämst du aus einem... Ich komme, jawohl, direkt vom Königshof. Du? Aus Corona? Das glaube ich dir nicht. Glaub es ruhig. Ich bin ein Chaski und ich bin im königlichen Auftrag unterwegs. Chaski sind raffinierte Spurenleser und keine... Auch wenn es vielleicht so aussieht, ich habe mich nicht verlaufen. Ich bin mir nur nicht sicher, wo es lang geht. Das ist alles. Hey, aber wir haben noch eine Karte. Wir könnten ihm helfen. Eigentlich weiß ich gar nicht so viel über die Chaski. Und ich habe leider keine Zeit, dir von meinen tollkühnen Abenteuern zu erzählen. Schade eigentlich. Sie sind sehr spannend und episch. Und hier und da gibt es sogar amüsante Passagen. Tja, ein Jammer. Was genau ist denn dein Auftrag? Nicht, dass mich das wirklich interessieren würde. Eigentlich ist das geheim. Aber na gut. Ich erzähle es dir. Ich trage ein wertvolles, mächtiges Objekt bei mir. Den Flüsterstein. Den was? Flüsterstein. Küstnerbein? Den Flüsterstein. Hör doch zu. Wie denn, wenn du so nuschelst? Mein Auftrag ist es, ihn nach Corona zurückzubringen. Zum Schloss des Königs. Okay. Also so ein Flüsterstein? Das klingt jetzt nicht so besonders mächtig. Dann wir sagen das mal. Flüsterstein? Das klingt aber nicht besonders mächtig. Viel weiß ich auch nicht darüber. Aber ich weiß, dass er sehr wichtig ist. Die königliche Steinsammlung wäre sonst einfach nicht komplett. Damit ist nicht zu spaßen. Soweit ich weiß, benötigt ihn der König, um das Ende abzuwenden. Okay, das Ende...
Könnte es vielleicht mit unseren Träumen, also könnte das Ende hier vielleicht das sein, was wir in unseren Träumen sehen? Könnte das irgendwie zusammenhängen? Und jetzt soll ich dir wahrscheinlich mit deinem Auftrag helfen, richtig? Haha, der Clown will einem echten Chaski bei seiner Mission helfen. Das ist ja echt zum Piepen. Was denn? Ich kann sicher nützlich sein. Unmöglich. So viel wie du habe ich schon lange drauf. Hahaha, als Clown bist du schon mal nicht schlecht. Was auch immer, dann mach dein Kram doch alleine. Hey, hey, immer mit der Ruhe. Ich kann ja verstehen, dass dich meine Abenteuer faszinieren. Ja, wow. Aber du weißt einfach nicht, worauf du dich da einlässt. Das Leben eines Chaskis ist voller Gefahren. Du bringst dich in große Schwierigkeiten. Wenn du mir helfen willst, musst du dir ganz sicher sein. Ja, ich bin mir eigentlich sicher, also, ja. Ich bin mir sicher. Also, mutig bist du schon mal. Das ist gut. Aber bist du auch geschickt genug? So geschickt wie du. Wir lügen jetzt einfach das Blaue vom Himmel runter. Ja, so geschickt wie du bin ich schon lange. Wenn das stimmte, wäre das großartig. Geschicklichkeit ist eine der wichtigsten Eigenschaften der Chaski. Ich frage mich aber, ob du optimistisch genug bist. Oh. Eigentlich machst du eher einen negativen Eindruck auf mich. Chaski zeichnen sich aber durch ihr sonniges Gemüt aus. Daraus schöpfen sie die Energie, auch in der schwierigsten Lage noch einen Ausweg zu finden. Bist du wirklich fröhlich genug? Oh, da falle ich automatisch durch. Was für ein Anlass hätte ich denn fröhlich zu sein? Immerhin bin ich ein Clown. Ja, immerhin. Also, ich lüge jetzt einfach. Immerhin bin ich ein Clown, oder? Stimmt. Haha. Wie konnte ich bloß zweifeln? Na dann. Es sieht so aus, als wenn du die nötigen Eigenschaften mitbringst. Yeah. Super. Ich bin nämlich wirklich verzweifelt. Und die Zeit rennt mir auch langsam davon. Mach dir mal nicht so viele Hoffnungen. Ich bin nicht besonders gut in sowas. Eigentlich werden die Probleme immer nur schlimmer und komplizierter, oh, sobald ich mithelfe. Das klingt eigentlich weder mutig noch fröhlich oder geschickt. Vielleicht sollte ich deine Fähigkeiten erstmal auf die Probe stellen. Ein Test? Ja, du könntest mir etwas zu essen fangen. Ein Fisch wäre jetzt genau das Richtige. Was? Ich soll dir einen Fisch fangen? Ich wollte dir auf deiner Mission helfen. Um den Büttel zu spielen, kann ich genauso gut wieder zurück zu meiner Familie. Immer langsam. Erst einmal zeigst du mir, was du drauf hast, indem du mir einen Fisch fängst. Und dann weihe ich dich in meinen Auftrag ein. Meinst du, du bekommst das hin? Können wir das nicht überspringen? Können wir das mit dem Fisch nicht überspringen? Nein, Sedgwick, so leid es mir tut. Ich muss wissen, was du kannst, bevor ich dich in die Wege der Chaski einweihe. Die Wege der Chaski? Oh Himmel. Ich sehe viel Potenzial in dir, aber die Mission ist zu wichtig. Ich muss sicher sein, dass du auch das Zeug dazu hast. Was auch immer. Okay. Warum kann er sich eigentlich nicht selbst irgendwie was fangen? Kannst du dir nicht selbst was fangen? Ha! Natürlich könnte ich das. Ich bin immerhin ein Chaski. Aber dies ist deine Lektion. Du musst sie ganz alleine bestehen. Alles klar. Ja, ich krieg das schon irgendwie hin. Ich krieg das schon hin. Ich glaube an dich, Sedgwick. Danke. So, okay, dann will ich erstmal sagen, bis später. Ebenso. Und euch sage ich auch bis später, denn das war es heute leider schon wieder für diese Folge von The Whispered World. Ich freue mich sehr auf die nächste Folge und bin gespannt, ob wir dann einen Fisch zu fangen bekommen. Ich denke ja, wir werden ihm irgendwas Alternatives bringen, aber gucken wir einfach mal. Ich weiß nicht, ob das hier hinten Corona ist, Königreich, aber werden wir auch dann sehen. Und ja, ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag und sage bis zur nächsten Folge von The Whispered World. Bye, bye!